Hallo zusammen, hier ist der Christian von easyandschulen.ch. Schön bist du auch heute wieder dabei. Und zwar ist das der zweite Teil der Serie zum Thema Rechtsschutzversicherung. Der erste Teil war das generelle Erklärvideo. Jetzt, heute, behandeln wir das Thema, was deckt der Privatrechtsschutz? Gut, fangen wir an und legen los. Generell, der versicherte Schutz, es sind verschiedenste Rechte, wenn du so willst. Unter anderem auch dieses sehr interessante Buch, das du sicherlich nicht lesen möchtest. Da ist rund 900 bis 800 Seiten sind voll mit Gesetzestextes. Aber das wäre zum Beispiel Personen, Familie und Erbrecht, wo die Rechtsschutzversicherung decken würde. Ansonsten noch dabei Schadensersatzrecht, dann Patientenrecht, dann auch Versicherungsrecht, Arbeitsrecht, Mietrecht, Strafrecht und sogar Vertragsrecht. Wichtig ist, bei der Privatrechtsschutzversicherung sind selbstständige Erwerbende und Motorfahrzeuglenker ausgeschlossen. Die Antwort hierzu bekommst du im dritten Video, Thema Verkehrsrechtsschutz. Die sind dort gedeckt. Gut, was gibt es dann für Beispiele, die so eine Privatrechtsschutzversicherung für dich als Person decken kann? Nun ja, da gibt es einige, beispielsweise Behandlungsfehler bei einer Operation. Dir wird das falsche Bein amputiert, kann durchaus passieren, wäre ein klassischer Fall für die Privatrechtsschutz. Gut, ungerechtfertigte Kündigung, auch schon angesprochen, wird dir fristlos gekündigt und du hast dir nichts zu Schulden gelassen. Typischer Fall für die Privatrechtsschutzversicherung. Dann Streitigkeiten beim Auszug, hast du also sogenannte Probleme mit dem Vermieter beim Auszug von einer Mietwohnung, Privatrechtsschutz. Dann aber auch, was sehr viele Leute immer wieder vergessen, eine Rechtsschutzversicherung ist nicht nur da, wenn es schon ein Problem gibt, sondern falls du etwas abklären möchtest oder nicht weißt, wie dies juristisch für dich aussieht. Das heißt, man kann sehr gerne das Telefon in die Finger nehmen, denen anrufen, fragen, du hast den und den Sachverhalt und die geben dir dann juristisch entsprechend eine Auskunft, damit du ja nichts Falsches machst. Rate ich dir sehr an, darum ist eigentlich auch immer meine Empfehlung, Rechtsschutzversicherung ist ein Plus bei so vielen Gesetzen in der Schweiz und alles, was verboten ist, was man nicht darf, machst. Gut, zu den Leistungen verweise ich auf das Erklärvideo Thema Rechtsschutzversicherungen. Dort sind die Leistungen nochmal beschrieben. Schau dir das bitte an. Und was immer sehr wichtig ist, was bei der Rechtsschutzversicherung auch immer vergessen geht, im Grundsatz bei einer Gerichtsverhandlung ist nie der Gegenstand des Streites versichert, sondern immer die Verfahrenskosten, die du hast aufgrund des Gerichtsverfahren im Beispiel. Das ist ein sehr elementarer Punkt, den viele Leute vergessen. Also die Sache selber ist nicht versichert, aber die Kosten rundherum. Gut, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich würde mich sehr freuen über ein Feedback. Teilen, liken, easyandschulen.ch, Comments unten. Video Nummer 3, Thema Verkehrsrechtsschutz. Sehr zum Anraten, auch zum Schauen. Und dann ist diese Serie auch durch. In diesem Sinne, mach's gut, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Sei easyandschulen.ch. Ciao.